Hauptziel ist sicherlich, hier ein Showcase in Sachen Nachhaltigkeit und Gebäudeautomation zu errichten. Die Siemens Building Technologies bringt hier alles mit, was so ein Gebäude braucht und darüber hinaus für die Zukunft brauchen wird. Wir als Siemens möchten ja beim Thema Digitalisierung eine Vorreiterrolle einnehmen. Das haben wir uns auch zum Vorsatz genommen in unserem Projekt und haben das Thema Building Information Modeling, kurz BIM, implementiert. Wir haben schon sehr früh erkannt, dass unsere Kompetenz im Haus mit BIM ein Zuschlagskriterium werden könnte, haben dann unser Angebot auch sofort BIM-basiert aufgebaut und aus dem BIM-Modell schon unsere Massen rausgenommen und auch die Bauabläufe simuliert. Bei diesem Objekt war uns natürlich besonders wichtig, dass wir unsere Planungskompetenz, die wir im eigenen Hause haben, umsetzen können und da natürlich auch das Zusammenspiel zu BIM. Was natürlich sehr wichtig ist, dass wir mit unseren Planern zusammen zeigen können, was BIM halt kann und natürlich auch weiter dazu entwickeln. Die Zukunft des Bauens ist hier erlebbar. Wir haben Building Information Modeling als neuen Standard bei uns im Projekt etabliert, welcher auch in Zukunft für andere Projekte eine Signalwirkung haben wird und zur Anwendung kommen wird. BIM wird auf jeden Fall ein neuer Standard werden. Das muss man sich so vorstellen wie ISO. Aber der Bauer erkennt natürlich auch, was man alles damit machen kann. Die Simulationen bei dem digitalen Zwilling werden immer wichtiger werden. Wir haben hier auf jeden Fall ein Objekt, das den Weg in die Zukunft des Bauens weisen wird.